Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiel am Deckcheck. Ich bin's euer Patrick, bei mir ist euer Matthias. Hallo, servus. Und heute gibt es das zweite Commander-Deck von unserer Commander-Series Weihnachts-Special sozusagen. Und zwar ist es Zedro die Geschenke-Ziege. Wunderbar, schön angekündigt, genau, da liegt sie schon schön. Ja, ich habe mich für die Ziege entschieden. Ich habe lange überlegt, ob es irgendeinen anderen coolen weihnachtsthematischen Commander gibt. Aber ja, Geschenke verteilen ist, glaube ich, sehr thematisch. Ja, tolle Geschenke. Ich war so glücklich, wie ich sie gekriegt habe. Ich kann mich kaum halten. Ja, wenn ihr das Gameplay-Video noch nicht angeschaut habt, schaut euch nur das erste Video an, weil das ist das Wesentliche. Das erste muss man sagen, das erste Game ist der Grund, warum ich Commander nicht so toll finde. Jetzt nicht, weil ich verloren habe, sondern weil es einfach 2 gegen 1 gewesen ist. Das zweite auch 2 gegen 1. Ja, aber es stimmt, aber da habe ich gewonnen. Ja, eben. Ja. Okay. Tolles Format. Schauen wir uns das Deck an, oder? Ja, ich entferne mal die Ziege. Oder vielleicht sagen wir zu der kurz noch was. Die nette Geschenke-Ziege. Für die Leute, vielleicht kennen sie nicht alle. Ich meine, du blendest die Karten zwar ein und wir haben sie aufgenommen. Aber sie verteilt Geschenke, nämlich für Jeskai-farbene Mana kannst du einen Permanent einem Gegner übergeben. Jawohl. Und du wirst natürlich dafür auch belohnt, weil was du gibst, kriegst du natürlich doppelt retour. In dem Fall bekommst du nämlich Leben und ziehst Karten für jedes Permanent, das deine Gegner zu Beginn deiner Runde kontrollieren, dass du ownst. Ja. Ja. Sehr lustiges Wording da. Genau, das ist die Geschenke-Ziege. zur Mana-Base, wir spielen 9 Fetchländer, alle in unserer Farbkombination. Das heißt, wir spielen grün-schwarz nicht, kein Verdant Catacombs, die anderen haben wir. Mhm. Wir haben, ich habe sie aufgelegt, wir haben die 3 originalen Duel-Länder, wir haben die 3 Schock-Länder, wir haben die 3 Crowd-Länder. Okay. Also mir wurde gesagt, es heißt entweder Battle-Länder oder Crowd-Länder und ich finde Crowd-Länder passender, weil sie eben nicht nur im Battle-Bond waren und es geht darum, dass man gegen eine Crowd von Leuten spielt. Okay. I like. Passt, ich spiele die 3 Crowd-Länder und ich habe dann nur mehr 2 von den Check-Ländern. Mhm. Ich spiele das Boros-Checkland nicht, weil wir ein bisschen mehr Blau als sonstiges Mana brauchen und ich habe bei den Ländern ein bisschen cutten müssen, darum verzichte ich da auf das Rot-Weiße. Ich habe dann hier noch 3 Länder, die quasi alle meine Farben machen. Ich habe eine Command-Tower, ich habe ein Raugrind-Triom, dass wir uns mit einem großen Teil unserer Fetch-Länder eigentlich mit allen, ja, mit allen fetchen können. Natürlich hat er alle 3 Typen. Ja. Und ein Mystic Monastery habe ich auch noch. Ja, einfach Länder, die alle 3 Farben machen. Dann habe ich 3 Basic-Länder. Ich wollte von allen ein Spiel, weil ich spiele auch ein Path to Exile, okay, damit ich mir da was holen kann. Und dann habe ich hier jetzt mal 4 Utility-Länder hingelegt. Mhm. Semi-Utility, das letzte erkläre ich dann mal auch speziell. Hall of Heliots Generosity, mhm, kann Enchantments uns aus dem Friedhof oben auf das Deck zurücklegen. Wie wir dann später sehen werden, ist der Plan von dem Deck eigentlich über Enchantments, die man dem Gegner gibt, das Spiel zu gewinnen. Und nachdem man mehr als einem Gegner hat, ja, muss man die wiederverwenden. Ja. Dann habe ich, das spiele ich sehr gerne, vor allem in so Formaten, wo die Games tendenziell ein bisschen länger gehen. Mhm. Eine Blast Zone, hat man einfach ein Removal im Landslot. Und das Arcane Lighthouse, muss man dazu sagen, das war ein bisschen eine Inclusion, weil ich davon ausgegangen bin, dass der Christopher, wie es dann auch gewesen ist, so ein Bogle-Stack spielt. Darum habe ich das Arcane Lighthouse hineingegeben. Das kann, je nachdem, wie eure Playgroup ausschaut, vielleicht irgendein anderes Land sein. Finde die Karte aber generell jetzt nicht so schlecht. Ja. Und der letzte klassische Landslot, weil ich habe dann noch ein paar andere Länder, ist Undiscovered Paradise. Okay. Das ist in dem Deck drin, das könnte man jetzt auch zu den Macht jedes Mana, was du möchtest, Ländern legen. Ist aber ein spezielles Land in dem Deck, weil wir wollen es dem Gegner geben. Wir benefiten dann natürlich von unserem Cedro. Mhm. Aber der Clou an der Sache ist, wenn wir es dem Gegner geben, mhm, und vorher aktiviert haben, um damit also Mana zu machen, getappt haben einfach, genau, ja, bekommen wir es in unserer Upkeep auf die Hand zurück, obwohl es der Gegner hat. Okay. Das heißt, wir traden ihm, wir haben ein paar Karten, die Länder traden, wir traden ihm das Undiscovered Paradise gegen eines seiner Länder und dann bekommen wir aber unser Undiscovered Paradise auf die Hand zurück und er kriegt sein Land nicht retour. Okay. Zwei Sachen, ich meine, du hast eh gesagt, du hast noch weitere Länder, weil das sind gerade mal 30 Länder, was ja echt wenig ist für Commander und ich meine, du hast 4 Mana Commander und auch relativ teurere Spells hier sogar, ja, und du hast 4, also okay, du hast nur 3 Länder, die praktisch keine Farbe machen, ja, was ich auch krass finde bei einem 3-Color-Deck. Ich meine, ich habe genau eine
Karte gespielt, die keine Farbe macht. Nicht gierig genug. Ja, offensichtlich. Nein, also ich habe ja noch ein paar andere Länder, die kann man gleich zeigen. Und ich habe ja auch Mana Steindl auch. Okay. Also, ja. Die Sache ist auch, unser Commander ist in dem Fall nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel beim Christopher? Oder? Beim Christopher zum Beispiel. Oder ich eigentlich habe ich meinen letzten Commander gemeint. Okay, ja. Weil in dem Fall, ja, es ist zwar nett, wenn wir den Cedro haben, aber wir können das, die Geschenke auch anderwertig verteilen. Okay, ja. Also es ist nicht integraler Bestandteil des Decks. So, da gehen wir mal die klassischen Länder weg. Die Quasi-Länder, die ich angesprochen habe, sind natürlich alle aus Zendikar Rising. Ich habe 4 Stück. Zwei blaue, weil ich schon, wie gesagt, blau ist unsere wichtigste Farbe eigentlich. Mhm. Ich spiele ein Zilun Division, das habe ich das letzte Mal auch schon drinnen gehabt. Finde ich, ist eine großartige Karte, weil sie entweder Business sucht oder einfach ein Land ist. Ja. Ein Commander, wie gesagt, die Partien, wenn jetzt nicht gerade beide auf einen eindreschen, Hint, hat man schon die Zeit, dass man da ein getapptes Land legt im Normalfall, vor allem wenn es ein bisschen casualer zugeht wie bei uns in unserer Weihnachtsrunde. Dann habe ich ein Seetors Restaurierung, da war jetzt, ja, ich meine, da muss es schon sehr casual zugehen, dass man dazu kommt, dass ich 7 Mana Sorcery zu casten. Ich habe es jetzt einmal trotzdem mal hineingegeben. Das On the Inversion ist ein bisschen eine andere Sache, da hofft man, dass man hinkommt, wenn es ein bisschen ruppiger zugeht und die beiden Herren auf einen eindreschen. Wäre sich jetzt manamäßig nicht ausgegangen in der Partie, die ich verloren habe. Aber wenn du gewonnen hättest du es casten können. Hätte ich es casten können, ja, aber dann hätte ich es ja dann vermutlich nicht gewonnen, ja, wenn du wieder Länder legen kannst. Und die letzte Karte ist Valakut's Awakening. Einfach eine zusätzliche Möglichkeit, da durchs Deck ein bisschen durchzucyclen, weil du kannst deine Hand quasi discarden und ziehst dann gleich viele Karten nach. Mhm. Genau, das sind quasi meine Spell-Länder. Und dann habe ich noch ein paar Mana-Steine, beziehungsweise die erste Karte, mit der ich anfange, ist gar kein Mana-Stein, ist Expedition Map. Mhm. Kann einerseits unsere klassischen Utility-Länder wie Hall of Heliots, Generosity oder Blast Zone finden. Mhm. Aber der Plan, warum ich die Karte gespielt habe, ist einfach, weil ich Undiscovered Paradise finden wollte. Und ich habe es leider keine lustige Trade-Action mit der machen können. Oh. Aber das wäre der Plan hinter Hast der mir Karte gewesen. Länder geben müssen, mit denen ich nichts anfangen kann. Es wäre schon cool, noch cooler gewesen, wenn ich dir das Undiscovered Paradise gemacht, wobei du kannst das eh wegsägen mit Aggressive Mining. Ja. Dann spiele ich einen Solring, glaube ich, wenig überraschend, ist immer drinnen. Ich habe ein Mana-Krypt, das ist auch im 3-Fabbing-Deck, sollte eigentlich immer am Start sein. Und dann habe ich eigentlich relativ viele Signets bzw. Talismane. Ich habe nämlich jeweils immer die blau machen. Mhm. Ich verzichte sowohl bei den Signets als auch bei den Talismanen wieder auf die Boros-Farbkombination. Ja. Und ich habe auch diesmal wieder ein Arcane-Signet, was ich persönlich als für den besten 2-Mana-Stein halte in dem Format. Und was ich diesmal auch drinnen habe, finde ich sehr cool, habe ich leider auch nicht gehabt, ist Chromatic Orrery. Ich habe damals, wie die Karte gespoilt worden ist, schon gesagt, dass ich die auf jeden Fall in Commander spielen würde. Das war dann Platz 1, glaube ich, sogar auf dem M21, oder? Bin mir ziemlich sicher. Ist möglich, ja. Also ja. Ich finde die Karte sehr cool. Finde ich ein bisschen schade, dass ich sie nicht gezogen habe. Okay. Aber ja, habe ich ins Deck auch hineingegeben. Schreibt es immer mal vielleicht darunter, wie ihr die Karte so findet, ob ihr die in euren mehrfarbigen Commander-Decks habt, weil ich, also am Papier, wie gesagt, ich habe sie selber leider nicht gezogen, finde ich, ist schon eine sehr großartige Karte. So, vielleicht starten wir mit, weil ich gesagt habe, man ist nicht ausschließlich auf den Cedro angewiesen, dass man Geschenke verteilen kann. Ja. Der ist quasi der Weihnachtsmann aber oder das Christkind, aber hat natürlich seine kleinen Helfer. Wir haben einmal einen Bazaar-Trader, den kann man tappen und dem Gegner einfach die Kontrolle über ein Artefakt, eine Kreatur oder auch ein Land geben. Ja. In dem Fall tauscht man nicht, da schenkt man einfach was her. Wir haben ein Donate, die originale Herrschenkarte und für alle Katzenliebhaber ein Harmless Offering. Kann man beide Male einfach ein Permanent von sich selbst dem Gegner übergeben. Ja. Eine neue Karte, die ist aus Commander Legends. Da kann man entweder eine Kreatur von sich selbst hergeben oder, wie ich es in einem Spiel auch gemacht habe, eine Kreatur von Patrick zum Beispiel seinem Mitspieler geben. Ja. Hat mir wenig gebracht, weil ihr beide mich mit der Kreatur hauen wolltet. War ein bisschen traurig. Aber die ist ein bisschen, kann die auch quasi verhindern, dass der Gegner einen angreift, wenn man da jetzt sagt, okay, passt. Ich gebe dem Gegner, ich gebe dir seine Kreatur, dann haust mich vielleicht nicht damit. Ja. Wenn jetzt nicht beide an einem an die Gurgel gehen, dann funktioniert das vielleicht. Und im schlimmsten Fall hast du einmal den Damage verwendet. Genau, richtig. Dann habe ich, was wir relativ gern machen wollen, sind eben Länder hertauschen. Ich habe einmal Political Trickery, da kann man Länder tauschen. Ich habe einen Detalten Plotter, der Länder tauscht. Ja.
Ich habe, das habe ich jetzt auch dazu gegeben, ein Role Reversal. Da tauscht man zwei Permanents, die den gleichen Kartentyp haben. Ah, okay. Ich habe Permanent Based ein Pukas Mischief. Da kann man jede Runde was tauschen. Ähnlich wie beim Role Reversal. Nur, dass es beim Role Reversal auch Länder sein können. Beim Pukas Mischief geht das nicht. Mhm. Aber ich kann andere Kartentypen tauschen. Und ich habe hier dabei auch eine verwirrende Chimäre. Ja. Die kann man gegen quasi einen Spell, wenn der Gegner den castet, kannst du die Chimäre gegen den Spell tauschen. Okay. Kannst du durchlesen? Ja, ich muss die wirklich durchlesen. Und, aber die muss im Spiel sein. Ja, ja, die Chimäre muss im Spiel sein. Okay. Genau, richtig. Eine der Überlegungen, die ich auch hatte wegen der Chimäre, ist, ob man Homeward Path spielt. Das ist das Land, was, wenn du tappst, bekommen alle Spieler die Kontrolle über alle Kreaturen, die sie ownen, wieder zurück. Okay. Das wäre eine ganz nette Kombination mit der Chimäre gewesen. Kann man sich zum Beispiel überlegen, ob man das spielen möchte, weil dann kannst du die Chimäre immer gegen Space traden und holst dir die Chimäre wieder. Dann funktionieren aber natürlich andere Sachen, wo du Kreaturen vom Gegner tauscht, dann nicht mehr, weil er dann auch wieder seine Kreaturen. Ja, ich meine, du kriegst halt auch wieder nicht wirklich sinnvoll einsetzen, sozusagen. Genau. Ich meine, was du machen könntest mit Wrong Turn, ist, das wäre ganz interessant, ist, du tauscht die Kreatur im Zug von Spieler A mit Spieler B. Ja, und dann kann er die nicht angreifen und im Zug von Spieler B tauscht zurück. Dann greift er dich wirklich halt nicht an. Ja. Ja. So wird es funktionieren. Also Homeward Path auf jeden Fall auch eine Option, die man sich für das Deck überlegen kann. So, das waren jetzt die Karten, die quasi die Geschenke verteilen. Dann ist natürlich die Frage, was verteilen wir? Mhm. Ich habe drei Geschenke noch, die sich selbst verteilen. Ich habe einen Gilded-Drake, der tauscht sich mit einer Kreatur aus, die der Gegner kontrolliert. Ich habe einen Humble Defector, der zieht zuerst Tierkarten, vielleicht legen wir es nebeneinander, und dann immer für jemand anderen. Ja. Und den hatte ich leider nicht, ein Pendant of Prosperity. Der kommt, wenn ein Spiel kommt, gleich unter der Kontrolle von jemand anderem ins Spiel. Mhm. Und wenn der die Fähigkeit aktiviert, um einen Vorteil für sich zu generieren, bekommst du den Effekt auch. Okay. Ganz coole Karte habe ich leider nicht gehabt. In dem Fall ist der Vorteil natürlich, dass du upfront einmal nur die 3 Mana bezahlen musst und wenn dein Gegner den Effekt haben will, er derjenige ist, der das Mana-Investment hat. Genau. Das heißt, du erzahlst dann die 2 Mana, damit du mit einer Karte ziehst. Genau, und auch ein Land ins Spiel putten kannst, ja. Was ganz nett ist. Dann, das war, glaube ich, habe ich auch nicht gehabt, ein Jinx Joker. Ja. Der Vorteil an der, also das ist eine Karte, die bekommt Ladungsmarken und dann kriegt man Damage für die Ladungsmarken. Mhm. Du kannst zusätzlich Marken drauflegen oder runterlegen und dann werden die immer getauscht. Was ganz gut ist, ist natürlich, ich lege den vielleicht nochmal her mit Bazaar Trader. Weil solltest du die Kontrolle bekommen, kannst du den einfach gleich wieder hertauschen. Okay. Was ganz nett ist, ja, das heißt, du solltest eigentlich nie von dem betroffen sein, sondern tauscht immer nur zwischen den Gegnern her. Was auch ganz gut ist zum Hertauschen mit Bazaar Trader ist Steel Golem. You can't play creature spells. Das ist zum Beispiel, ja, wenn man es dem Christopher gibt und er hat noch keine Kreatur im Feld, dann ist schön, dass er jede Menge Auren hat. Ja. Aber dann oder kann er sie mir nicht gibt oder dir. Ja. Mein Deck ist zu ein Viertel Kreaturen. Genau, ist natürlich der Plan. Dass, ich meine, 3-4 ist jetzt auch nicht super schlecht, aber dass die das Spiel beendet alleine ist, kommt eher nicht so vor. Ja. Ja. Was auch ganz witzig ist, ist Rust Elemental. Mhm. Das ist quasi die Artefakt-Variante von, wir sind die Yagmoths Dämon und so, wo du den Abgeben was säcken musst. In dem Fall muss es ein anderes Artefakt sein. Ja. Und wenn du das nicht kannst, musst du das Rust Elemental tappen und dann bekommst du 4 Schaden. Auch wieder ein Artefakt, das du einfach hertauschen kannst. Mhm. Dann gibt es die originale Donate-Karte Illusions of Grandeur in den 60-Kart-Formaten. Entschuldigung, 60-Karten-Formaten natürlich besser, weil wenn da immer 20 Leben verliert, das Spiel gleich vorbei ist. Ja. In Commander. Die halbe Miete. Die halbe Miete, ja. Ich habe es natürlich trotzdem drinnen, weil 20 Leben bekommen nicht so schlecht ist. Mhm. Ich spiele auch die kleinere Variante davon, die Illusions of Mediocrity, wo es nur unter Anführungszeichen 10 sind, also sogar 9/4 der Lebenspunkte. Ja. Aber du hast mich damit gekillt, also so ist es nicht. Ja, ich meine, da war das Setup so, da hätte ich, weiß nicht, mit einem nassen Fetzen Steel Golem mit Hex hätten vermutlich auch gereicht gefühlt. Ja. Was ich ganz witzig finde, ist Statecraft. Da verhindert man allen Combat Damage, den man selber macht und bekommt. Ja. Wenn man das einem aggressiven Kreaturendeck, wie zum Beispiel dem Auren-Deck von Christopher, tradet, dann macht er auf einmal keinen Damage mehr. Ja. Das ist ganz witzig. Auch sehr witzig für den Patrick natürlich, weil er das von mir abbekommen hat, ist Aggressive Mining. Man kann keine Länder mehr spielen. Und man muss ja sagen, im zweiten Game ist das wirklich sehr gut aufgegangen, dass ich auch die farbigen Länder von ihr abgetradet habe und ihr einfach in dem State of the Game war, wo einfach nichts mehr spielen kann. Du hattest Aggressive Mining und dann 2 von deinen 3 Landtauschern in Folge. Also das hat schon sehr gut funktioniert. Ja. Und dann hast du ihn einmal ausgegraben und mich nochmal getauscht. Das genau. 3 Länder getauscht. Genau. Das war halt das schon. Ist der Plan an der Karte. Hat ganz gut funktioniert. Ich meine, spieltechnisch muss man sagen, besser unter Anführungszeichen wäre es gewesen, wenn ich es dem Christopher eigentlich gegeben hätte. Ich glaube nicht. Ich glaube, wenn du es dem Christopher gegeben hättest, hätte ich das Spiel gewonnen.
Okay. Weil dann hätte ich mit meiner Hand so mich developed, dass der Christopher zwar sofort tot gewesen wäre, aber ich glaube, ich hätte das Spiel dann gewonnen. Ehrlich Okay, gesagt. na, in dem Fall alles gut gespielt. Ja. Die letzte Karte, das letzte Geschenk ist auch der Hauptwinplan eigentlich, wie man das Game gewinnen möchte. Hat eh auch ganz gut funktioniert. 9 Lives ist einerseits schütze dich ein bisschen, hat mir auch gesehen, dass ich da doch unter relativ viel Druck gewesen bin, obwohl ich dich mit Aggressive Mining rausgelockt habe und der Christoph am Anfang bei Mana ein bisschen gestumbled hat. Aber der Plan ist eben, du bringst das raus, lädst da die Marken auf, tauscht die Karte dann dem Gegner. Und entweder greifst du dann so an, dass er daran stirbt, oder du spielst halt ein Enchantment-Removal oder irgendwas, was bounced und das 9 Lives bei ihm, also bei dem Spieler, dem du es gegeben hast, das Feld verlässt und er daraufhin das Spiel verliert. Okay, brauchst du wegen den globalen Effekt, weil es noch immer fluchsicher ist, nehme ich Genau, an. richtig. Es ist Hexproof, das ist nicht ganz so einfach. Ja. Aber wir haben dann natürlich ein paar Karten, zu denen kommen wir nachher noch. Okay. So, das sind die Geschenke gewesen. Dann würde ich sagen, wir kommen zu den Tutoren, die Spieler. Viele der Geschenke sind, wie wir gesehen haben, oder eigentlich quasi alle, sind Artefakte oder Enchantments. Ich habe natürlich einen Enlightened Tutor. Ja. Ich habe einen Mystical Tutor und einen Personal Tutor, die uns zum Beispiel Karten wie Donate heraussuchen können, damit wir unsere Sachen hier schenken können. Dann habe ich die Karte, fand ich recht witzig, darum war es eigentlich die Last Second Edition zu dem Deck Wild Research, weil die kann einerseits uns die Enchantments raussuchen, andererseits wieder die Donate-Effekte. Ich habe einen Spellseeker, der sucht einerseits die günstigeren Tutoren raus, andererseits auch einen so einen von diesen Mass-Bounce-Kanten, zu denen wir später noch kommen. Für alle Commander-Spieler ist es wenig überraschend, welche das ist. 2 Mana, Hint blau. Dann habe ich den teureren Bruder vom Enlightened Tutor. Ich habe den Idyllic Tutor drinnen. Der kann wieder Enchantment suchen. Ich habe eine meiner absoluten Lieblingskarten, natürlich darf auch nicht fehlen. Ich habe eine Intuition im Deck. Da kann man zum Beispiel 3 Geschenke raussuchen oder 3 verschiedene Donate-Effekte. Ich habe einen Trinket Mage. Der ist vielleicht ein bisschen besonders im Vergleich zu den anderen Sachen. Wir haben eine ganz coole Aufteilung von Ein-Mana-Artefakt, nämlich ich habe eine meiner Lieblingskarten wieder drinnen, was ich immer sage, einer der Gründe, warum ich Commander spiele oder spielen würde, wenn es jetzt nicht für ein Channel ist, wäre diese Karte, Senses Divining Top. Einer der wenigen Formate, wo das noch geht. Ich habe eine zusätzliche, die habe ich vorher noch nicht hergezeigt, weil ich sie jetzt beim Trinket Mage Package herzeigen wollte, ein Avarice Totem. Da kann man für 5 Mana das Totem gegen eine anderes Permanent tauschen. Ah, okay. Oder wenn man 10 Mana hat, kannst du ein Permanent von dir gegen ein Permanent vom Gegner tauschen. Das funktioniert folgendermaßen: Für 5 Mana aktivierst du das Totem und wählst ein Land von dir zum Beispiel als Target und respondest auf diese Ability, indem du das Avarice Totem nochmal aktivierst und wählst jetzt ein Permanent vom Gegner aus. Dann passiert folgendes: Als erstes resolve die Ability und tauscht dein Totem gegen das Permanent vom Gegner. Dann Okay. resolve die zweite Ability, die du aktiviert hast, und tauscht dein Totem wieder zurück gegen zum Beispiel das Land. Und dann hat dein Gegner ein Land bekommen, du hast immer noch das Totem und das Permanent vom Gegner, das du haben möchtest. Also da ist auch so ein kleiner Trick. Und dann 2 Karten, die sind jetzt der eigentliche Grund, warum man Trinket Mage spielt, weil wir haben einmal Despotic Scepter und ein Teliliath Stylus. Das Scepter zerstört ein Permanent, das du ownst, und Teliliath Stylus puttet ein Permanent, das du ownst, unter deine Library. In beiden Fällen kann es Permanents quasi beseitigen, die auch dein Gegner hat, wenn das welche sind, die du ownst. Der Trick ist dann natürlich, dass wir mit dem Gegner irgendwas tauschen und dann das, was wir ihm gegeben haben, einfach wieder beseitigen. Und wir haben einfach einen Vorteil generiert. Kommen nachher noch ein paar Karten, mit denen die auch gut sind, wo es nicht unbedingt darum geht, dass man es getauscht hat, wo man das auch noch abusen kann, diese Karten. Okay. Vielleicht lege ich es oben drauf, dann kann ich sie nachher nochmal herlegen. So, ich habe jetzt dann noch einen Extra-Tutor, Okay. weil ich mir das lange durchgeschaut habe, wegen Tutoren, die es da gibt. Ich spiele ein E-Repossession. Das habe ich einmal reingegeben, weil ich es ganz lustig finde. Wir Okay. haben, das kann eine Arcane-Karte aus deinem Deck suchen. Ja. Und ich habe ein Shifting Borders noch. Das kann Control von zwei Ah, Ländern exchangen. okay, ist jetzt noch ein. Habe ich noch einen vierten Effekt, Ja. genau. Also die Shifting Borders war eigentlich die Karte, von der ich ausgegangen bin, dass ich sie suchen will mit dem E-Repossession. Und habe ich gesagt, okay, passt, dann spiele ich die Karte. Ja. Aber dann will ich natürlich mehr Optionen haben. Ich habe ein Ethereal Haze, Was auch echt gut war. das war auch recht gut, genau, das prevented einmal allen Combat Damage. Dann habe ich ein Eye of Nowhere, das kann ein Permanent bouncen, Ja. zum Beispiel etwas, was wir getradet haben. Ich habe ein Tarashi's Grasp, das ist so ein bisschen eine Catch-All-Karte,
kann ein Artefakt oder Enchantment kaputt machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man den Gegner irgendwas getauscht hat und dann wird es doch irgendwie problematisch. Ja. Oder man kann ein Schwert kaputt machen zum Beispiel damit, wenn man nicht darauf vergisst, dass es nur eine Sorcery ist und kein Instant. Ja, grundsätzlich auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Und weil ich mir gedacht habe, in irgendwelchen Drawn-Out-Games, wo ich jetzt nicht irgendwie speziell eine von diesen Karten brauche, sondern einfach generell eine gute Karte, habe ich ein Petals of Insight noch drinnen. Das ist dann quasi meine Card-Advantage-Karte, die ich mir mit Eerie Procession suchen kann. Okay. Ja, das ist quasi mein Arcane. Ein nettes Package Arcane eigentlich. Genau, ist mein Arcane unter. Also ich sage mal, Unterteil. Die drei sind ja wirklich sinnvoll. Das ist Catch All, das kann man schon spielen. Ich meine, da gibt es natürlich Besseres in Instant, was Ähnliches machen würde, aber das Arcane ist halt tutorfähig und das ist ergibt sich, sage ich jetzt einmal. Genau, ja, gibt es auch Besseres natürlich als ein 5-Mana-Spell, aber ja. Ja, ich wollte einfach was Witziges haben, was ich mit den Fischen suchen kann. Das ist auf jeden Fall, es ergibt Sinn, ja. Finde ich, ist ein bisschen eine underrated Karte, finde ich. Also, die Karten sind jetzt nicht alle nicht großartig, aber gerade wenn das Shifting Borders Teil eines Gameplans ist, Eye of Nowhere, generell was Bounce ist, immer gut. Und ich meine, ein Commander hat immer irgendjemand Artefakte oder Enchantments. Ja, natürlich. Ja. Und die anderen Karten. Ich meine, das Ethereal Ace ist natürlich wieder eine sehr Matchup-spezifische Karte. Ja. Wenn der Christopher nicht so ein aggressives Enchantment-Deck gespielt hätte, wäre die wahrscheinlich nicht drinnen gewesen. Mhm. Aber in dem Fall habe ich es einfach genommen. Ja. Ich meine, es gibt eh eine Menge an Arcane-Spells. Kann man sich einfach anschauen. Vielleicht je nach Matchup kann man dann noch andere Karten nehmen. So, dann habe ich noch eine Reihe an Removal, wobei man sagen muss, die ersten beiden sind auch schon wieder sehr weihnachtsthematisch, weil man nimmt dem Gegner zwar scheinbar was weg, aber er bekommt natürlich auch was dafür. In einem Fall sind es Leben, im anderen ist es ein Basic Land getappt ins Spiel. Mhm. Ich spiele natürlich ein Swords of Plowshares und ein Path to Exile. Ja. Dann habe ich auch noch ein Winds of Abandon, da kriegt ihr vielleicht sogar sehr viele Basic Länder, wenn ich das overloade. und dann habe ich ein Oblivion Ring und eine Detention Sphere. Die kann man einerseits, wenn man mit dem Pukas Mischief die hertradet, ist wurscht, weil man hat den Effekt schon gehabt. Ja. Andererseits sind das jetzt die Karten, wo ich nochmal Despotic Scepter und Tel'Ilat Stylos vielleicht hervorhole. Okay. Ich spiele nämlich genau die beiden, weil die das alte, unter Anführungszeichen, Wording der Karten haben. Mhm. Nämlich einen getrennten Comes into Play und Leaves Play Effekt. Ja. Das heißt, wenn ich Oblivion Ring oder auch die Tension Sphere spiele, sondern ich diesen rausbekomme, kann ich ein Ziel wählen. Und bevor diese Ability resolved, es entweder kaputt machen oder unter das Deck legen, die Karte. Wenn ich das mache, resolved die Leaves Play Ability, nämlich die, die das permanent ins Spiel zurückbekommt, vor der Exile Ability. Bringt nichts zurück und dann ist das permanent für immer weg. Ja. Genau, das ist, wäre hier noch der Plan zum Beispiel. Dann habe ich ein Mass Removal, ein Terminus. Mhm. Das habe ich mir ja auch einmal draufgelegt. Zweimal in beiden Spielen draufgelegt. Ja. Ja. Ist vor allem natürlich mit Mystical Tutor und Personal Tutor ganz gut. Mhm. Ich habe ein Bounce All Devastation Tide, was ich mir oben drauflegen kann. Mhm. Ich habe ein Bounce Alles vom Gegner, das haben wir vorhin schon angesprochen, beim Spellseeker, ein Cyclonic Rift, wenig überraschend. Ja. Das sind jetzt zum Beispiel zwei Karten, die das 9 Lives beseitigen können, wenn es beim Gegner liegt, obwohl ihr Hexproof habt. Und dann habe ich noch zwei Removal, unter Anführungszeichen, die ich persönlich recht witzig finde, ein Chaos Warp und ein Oblation. Der Punkt bei denen ist, dass es so gewordet ist, dass der Owner den Effekt bekommt. Das heißt, wenn ein Gegner was tauscht, und es dann mit Chaos Warp oder Oblation wieder Exiles bzw. Ihn hineinschaffen lässt, in dem Fall, bist du derjenige, der den Effekt bekommt. Das heißt, du tauscht was, du spielst Oblation, nimmst dem Gegner was weg, was du ihm gegeben hast und kriegst selbst die zwei Karten dafür. Nice. Darum sind die im Deck. Das finde ich einfach ganz witzig. Ja. Funktioniert natürlich auch wieder bei den Response auf die Abilities von Oblivion Ring oder Detention Sphere. Genau. Geil. So, das war meine Removal Suit. Und dann habe ich noch so ein paar zum Drüberstreuen ein paar Karten. Ich habe einerseits, weil ich natürlich in der Action immer scheue, ein Teferi Time Reveler. Magic is a game of fun and non-interaction. Non-interaction, genau. Ich interagiere immer gerne mit dem Gegner, sie sollen nicht mit mir interagieren. Sie dürfen gerne da sitzen und schauen, was ich mache. Ich habe einen Teferi Time Reveler, der hat natürlich wieder den Vorteil, wir können auch die Permanence, wenn es keine Länder sind, die wir getradet haben, bouncen. Mhm. Darum ist er drin. Und wir haben einen Venser, der Sojourner. Der hat wieder den schönen Vorteil, seine Plus-Ability Exile den Permanent, das man ownt. Ja. Also bei dem ist es nämlich Non-Land Permanent. Der kann auch Länder wegnehmen. Das heißt, wenn wir Länder traden und ich mache die Plus-Ability, dann kriege ich das Land. Nämlich wieder. Nicht Non-Land, genau, sondern Permanent. Genau, es ist Permanent und du kannst, es kommt under your control wieder. Ja.
was ganz cool ist. Darum ist der drinnen, dass du getauschte Sachen dir wieder zurückstibitzt. Das sind die zwei Planeswalker vom Deck. Und zum Abschluss habe ich noch so zum Drüberstreuen ein paar Karten, die, du Karten, die ich einfach mag und deswegen und drinnen sind. Die mich ärgern. Ich habe einen also der jetzt nicht, Erpresser vom Hafen. Schon der ist so, eigentlich ein Commander All-Star. Ich habe ihn einmal gehabt, der war ganz okay. Ja, hat 4 Mana produziert. Hat 4 Mana produziert, ja. Ich weiß nicht, ob ihn wieder spielen wird. Ich meine, kommt natürlich auf die Gruppe drauf an, wenn man zu viert spielt. Ja, gibt es mehr besser. Artefakte. Wobei beim Christopher mit seinem Enchantment-Deck kann es schon auch sehr gut sein. Ja. Kann es eh schon sein, dass du auf einmal 8 Mana machst oder genau. So. Genau, also ja, der war okay. Ist danach auch eine Kreatur, die man hertauschen kann, weil der Effekt schon passiert ist. Ja. Ist auch ganz cool, wenn der gebounced wird im Zuge von entweder Devastation-Tide oder wenn man Share getauscht hat vom Cyclonic Rift. Dann habe ich, nehmen wir den, oder? Gleich, wenn du darüber gesprochen hast. Ja. Den gebe ich immer gerne in solche Decks einen. Agent of Treachery. Kann man Permanence fladern. Ja. Der ist in dem Fall aber eigentlich drinnen wegen der zweiten Ability in diesem Fall. Weil, wenn du 3 oder mehr Permanence kontrollierst, die du nicht ownst, weil du zum Beispiel getauscht hast, kriegst du einen Ancestral und darfst 3 Karten ziehen. Ah, okay. Deswegen habe ich ihn dieses Mal eingegeben. Ich wollte schon sagen, das ist eigentlich nicht so weihnachtlich zu stehlen. ich habe dann noch eine Karte, die ich quasi immer spiele, wenn ich Intuition spiele, ein Savin's Reclamation, weil du kannst einfach 2 Enchantments zum Beispiel holen, Savin's Reclamation hast du dann auf jeden Fall beide oder irgendein Enchantment und Despotic Scepter, wie auch immer das Setup da ist. Ich habe ein Echo of Eons, das wollte ich in dem Fall einfach reingeben, weil ich finde, wenn jeder 7 zieht, sind das auch schöne Geschenke. Genau. Und die Karte habe ich eigentlich reingegeben, weil ich mir gedacht habe, vielleicht bekomme ich das Setup hin, dass ich irgendwie von Patrick sowas stehle, dass ich alle 5 Farben habe und ja, dann doch irgendwas spiele. Genau. Nur Doran fladern. Doran fladern zum Beispiel ja. Und dann darüber das Spiel gewinnen. Ja. Also das Happily War After ist echt so ein, da muss schon alles sehr gut laufen, dass man mit dem gewinnt. Da habe ich immer gedacht, ja, ich gebe es rein. Das ist eine ganz coole Karte. Ja. Es ist auch was alle bekommen, was ins Spiel kommt. Alle kriegen 5 Leben, alle ziehen eine Karte. Sehr unscheinbar, sehr netter Effekt. Ja. Wenn man es irgendwie wieder bekommt, zum Beispiel mit Savin's Reclamation, kriegen alle nochmal was. Mhm. Sehr weihnachtlicher Effekt. Die letzte Karte, die ich aufgehoben habe, ist, machen wir das vielleicht mal weg, ist nochmal eine Art Removal, ein Cleansing Meditation. Das ist einerseits natürlich gegen den Christopher mit seinen Enchantments relativ gut, weil es alle kaputt macht. Andererseits, 9 Lives kaputt. Genau, andererseits macht es nämlich 9 Lives kaputt. Das ist der Grund, warum es drinnen ist. Mhm. Und wenn du Threshold hast, hast du den Vorteil, alle Enchantments, die bei dir in den Friedhof gehen, kommen sofort wieder ins Spiel zurück. Das heißt, der Plan ist, du zerstörst das 9 Lives, killst einen Spieler damit, kriegst es wieder und kriegst es sofort wieder selbst wieder. Genau. Ja. Einerseits beschützt du dich damit quasi, weil es ja neu aufgeladen werden ja, muss. Ja. Andererseits hast du es gleich wieder im Spiel und kannst es dann noch einmal hertauschen. Ja. Genau, darum ist die Karte drinnen. Das war die 100. Sind wir auch schon durch mit dem Deck. Ja. Also, ich habe ein bisschen gesehen, das Deck, wie du es gebaut, goldfischt hast und haben mir gedacht, ich habe gesagt, dieses Aggressive Mining, das, davor habe ich so Angst gehabt und natürlich sterbe ich dran. Aber eine coole Karte. Es ist ein cooles Deck. Natürlich ist es semi-weihnachtlich, weil alles, was du herschenkst, will eh keiner haben. Aber ist okay. Und es ist halt schon, es ist ein Deck, was Potenzial nach oben hat, sage ich jetzt einmal. Es ist schon ganz cool und ich glaube, man kann das sogar noch, dieses Thema noch mehr strecken sozusagen, dass es halt noch besser wird. Ja, also man muss das Gefühl, dass da geht was. Also vor allem bei den Karten, die ich da jetzt am Ende vorgestellt habe, Happily Ever After und so, Agent of Treachery würde ich schon noch spielen, das ist eine sehr starke Karte, finde ich. Mhm. Aber es sind sicher ein paar Karten drinnen, die ich reingegeben habe, weil sie lustig sind und nicht, weil sie jetzt super kompetitiv sind. Also im Vergleich mit meinem letzten Highlander-Deck ist es sicher eine deutliche Spur schlechter vom kompetitiven Aspekt. Auch einfach jetzt von dem, was möglich ist innerhalb des Archetypen. Mhm. Nicht nur im direkten Vergleich, sondern es ist halt nicht komplett ausgetecht. Ja. Man hat da, glaube ich, schon noch Spielraum, was man machen kann und möchte. Und es ist auf jeden Fall ein cooles Deck. Und, ich meine, du hast zwar gesagt, du kannst viele Sachen herschenken und tauschen und wieder das Wissen zerstören, aber sogar, wie man gesehen hat, wenn du 3-4 Permanents hergeschenkt hast, dann immer 4 Länder, also 4 Karten ziehst, das war schon auch, das ist halt nice. Schon Wahnsinn. Ja. Ja. Dann geht es halt schon sehr schnell, dass du dich snowballst einfach. Ja, definitiv. Ja, cooles Deck. Ja, hat mir auch Spaß gemacht zum Spielen, muss ich sagen. Sehr gut. Gut, dann danke mir fürs Vorstellen. Immer gerne. Euch danke fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr Kommentare und Video hinterlassen. Ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt natürlich unserem Discord-Server beitreten. Ihr könnt das nächste Video anschauen und uns auch im Spielraum sehen. Ansonsten wünsche ich noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Video. Ciao, Baba. Wiederschauen. 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 Ich das Ciao, Baba, und den...
den Moment des Duettes misse. So, das gehört dann vorne rein. Aber ich finde das Deck wirklich sehr cool. So nice einfach. Ich fand das einfach, die Discovery fand ich mega leibend. Ja. Es hat ein paar coole Interaktionen. Also,